So, Freunde, willkommen zum ersten Tag des Sturmangriffsturniers. Alles sehr schnell, drei Sterne und blau ist gesperrt. Ja, wir haben diese wunderbare Defensive. Thomas, tut mir leid, aber ich fand Bauchan doch besser als Sudri, deswegen habe ich das nicht das gleiche gestellt wie du. Ja, aber dann gucken wir. Mal gucken, wer sich besser macht. Mein Bauchan oder dein Sudri. Aber ich glaube, das hängt noch nicht mal halt an denen. Ne? Es ist halt einfach der dämliche Trivel. Aber naja. Was willst du machen? Bevor wir damit anfangen, mal eben einmal ganz kurz hier. Finde ich persönlich Cyber Monday ziemlich geil. Ja, also klammern wir jetzt mal das letzte Angebot aus. Also ich finde diese beiden Bücher, normalerweise gibt es diese beiden Bücher für 120 Euro. Ne? Jetzt kriegt man da nur 20 Münzen zu. Also wer da sowieso immer kauft, der sagt dann, jo, richtiger Schnapper, aber ne? So würde ich da jetzt nicht unbedingt den Fokus drauf legen. Was ich tatsächlich sehr gut finde, ist das zweite. Du bezahlst, ja, sagen wir jetzt mal 24 Euro. 24 Euro, ne? Und hast aber 4000, also 40 Beschwörungen bei der Taverne und hast 20 Weltenergieflaschen. Also das persönlich finde ich schon nicht schlecht. Hier kann man so, naja, also das hier ist auch nicht ganz so übel, ne? Also dann mit Beutetickets und so, das ist, weiß ich nicht, da gebe ich eher ungern so Geld für. Wenn die irgendwo dabei sind, ja, aber nur Juwelen und Beutetickets eher nicht so, ne? Also da finde ich das hier irgendwie deutlich attraktiver. 24 Euro für 10 Eventbeschwörungen und 15 Münzen. Sieht vielleicht auf dem ersten Moment ein bisschen viel aus. Also ich rechne das ja nicht um, wie teuer ist eine Beschwörung und was auch immer. Ne? Darum geht es mir jetzt persönlich nicht, auch wenn es vielleicht klüger wäre. Aber worauf ich halt gucke, macht so ein Angebot Sinn. Ja, und das macht Sinn. Challenge-Event kommt früher oder später wieder. Diese Münzen, die sind halt dann schon für Weihnachten. Ja, also ich meine, in ein paar Tagen kriegen wir den Weihnachtskalender und dann sind die ganzen neuen Weihnachtshelden da, die wir auch wieder durch Heldenmünzen kriegen. Also, wenn man vorausschauend sowieso sagt, ich beschwöre bei Weihnachten schon einiges, weil mir halt auch ein Krampus und ein Pengi fehlen oder sowas, dann sind das hier natürlich interessante Angebote. Ne? Ich meine, du kannst es dreimal holen, dann hast du allein schon 45 Münzen. Ja, also auch ein bisschen Geld ausgegeben dafür. Aber das ist halt sowas, wo ich jetzt sage, ja, okay. Das kann ich schon so verstehen, wenn man es sich holt. Bei dem hier bin ich immer so ein bisschen unsicher. Da man die Bücher ja auch so kriegen kann. Ich meine, ich habe noch nie so ein Buch gekriegt. Ich habe immer nur dieses kleine hier von gekriegt, ne? Wo man 5 Level aufsteigen lassen kann. Und die mit den Emblemen habe ich halt noch nie gekriegt. Wäre halt mal interessant für, damit man jetzt, sag ich mal, diese letzten beiden Stufen bei seinen Helden macht, zum Beispiel. Wenn man nicht genug Embleme hat. Aber da sage ich mir, das ist dann eher nicht so relevant. Das ist mir so kleiner Schönheitsfehler, dass da jetzt der Held auf 18 ist und auf 20 wird er besser aussehen. So, und dann, deswegen ist das hier eigentlich für mich überhaupt nicht relevant. Da lachen mich tatsächlich hier diese 23,99 und die 5,99 mehr an, wenn ich nicht für den Black Friday so viel ausgegeben hätte. Bin ich ehrlich? Also ich gehe davon aus, dass ich, maximal einmal das und einmal das, also so um die 30 Euro maximal. Das hier hole ich mir nicht, das hole ich mir nicht. Ich mache irgendwas womöglich mit denen hier. Entweder hole ich mir alle von diesen 6 Euro hier oder eins hiervon und eins davon. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch gar nichts. Kann ich noch nicht sagen, aber die beiden letzten kommen halt für mich gar nicht so in Frage. Wenn dann nur 2 oder 3. Aus meiner persönlichen Sicht und von dem, was ich brauche. Ich brauche Weltenergieflaschen. Beschwörung, ja, ist immer ganz gut, ja, da in der Taverne sind ja auch noch ein paar Kostüme drin, ein paar Helden, die ich auch noch nicht habe.
Aber ich denke, theoretisch am meisten Sinn würde das hier machen für mich. Oh, sorry. Na, für mich. Ne? Aber das muss jeder selber entscheiden. Achso, das ist das, ja. Und das, ach ja, okay. War ich noch nie wirklich ein Fan von, wobei die halt mittlerweile die Münzen auch besser gemacht haben, ne? Also jetzt hat man hier Kingdom Elementar Quest, ne? Ist das? Ja, super Elementar. Covenant und dann halt Season 4, Season 3, Season 5 Event. Also es ist schon gar nicht mal so übel, ne? Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie unattraktiv. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. So. Also Defensive 1-0. Ja, tut mir leid. Ja, du bist halt zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Okay. Aber kein True Evil. Also nicht als Tank. Er ist ja immer noch da. So, wir können Rot nicht nehmen. Für True Evil. Ja, für True Evil müssen wir das so spielen. So, die beiden müssen rein, falls der True Evil da auslöst. Und wir selber spielen natürlich auch mit True Evil, Mewe. Und das Ding ist, mit True Evil und Mewe kann ich halt drei rausnehmen. Weil ich habe einen Spotter und ich habe einen Heiler, ne? Ich nehme einfach mal noch einen zweiten True Evil mit. Und dann würde ich das auch so platzieren, dass der stärkere True Evil dann da drauf haut. Oder vielleicht sogar als letztes. Müssen wir da mal gucken. Oh. So, warte mal, Angriffstruppe. Defensivtruppe gebe ich mal dem ersten. Ja, beide die Angriffstruppe. Eigentlich brauchst du zum Beispiel die Defensivtruppe als Heiler, denn du bist mir egal. Du machst das schon. Okay. So wird höchstwahrscheinlich das Team dauerhaft sein. Ja. Kommt natürlich so ein bisschen auf den Gegner an, aber vom Prinzip her werde ich so spielen. Wir haben hier vier und da haben wir drei. Das ist schon mal sehr gut. So, weil sieben Steine ist nämlich genau das, was wir brauchen. Das ist nämlich der Witz dabei. So. Gehen wir hier hin. Ja, das ist wunderbar an Rush, ne? Vom Prinzip her passt mir das überhaupt nicht wieder so ein Sieg, wo ich alles hingelegt bekomme, aber ich weiß auch ganz genau, dass das noch sehr, sehr anders werden kann. Deswegen nehmen wir das erstmal so mit. So. Ne? Und nach dem Kampf bin ich wahrscheinlich auch offline. Das ist schon einer hier. The Legends. Kennen wir die Allianz? Hier wird es jetzt schon deutlich interessanter. Auch mit Fass. Doppelstrauch wäre, das wäre schön. Doppeltree Evil, Bauchan. Ja, gucken wir mal. So, hier sieht es jetzt schon ein bisschen schwieriger aus. Den roten. Der lilane ist hier. Dann habe ich ein lila Match. Dadurch, dass ich dann das lila Match mache, gehen die blauen zusammen und bringen die lilanen nach oben. Was aber nichts bringt, weil ich ein Vierer Match bräuchte. Können wir was mit den Grünen machen? Erstmal nicht.
Den hier spiele. Warte mal, was ist denn, wenn ich den spiele? Dann geht das in Bertulf. Der Grüne ist da. Ich das so? Das bringt mir auch nichts. Gut, wenn ich die blauen mache. Dann habe ich hier ein grünes Match. Aber ich brauche halt also mit den Grünen komme ich nicht weiter. Muss mir irgendwas mit den Lilanen einfallen lassen. Dann machen wir das erstmal so. Mach das jetzt so. Wohl wissend, dass er geladen ist. Aber ich kann es halt nicht ändern. Aber ich habe ihn nicht weggekriegt, ne? Das ist ein bisschen frustrierend. Ich habe auch kein Match irgendwie unter ihm. Wenn ich das mache, passiert hier nichts. Wenn ich den hier mache, dann kann hier unten grüner kommen. Theoretisch. Also ich versuche das mal. Das ist meine einzige Chance. Ah, fuck. Knapp, ey. Okay, das Wichtigste ist erstmal, dass der Strauch Bären ist. Das war richtig asozial. Das war richtig asozial. Das kann ich nicht gutheißen. Okay. Wie lange haben wir das denn jetzt noch? Zwei Züge noch. Na, das können wir ja aussitzen. Ja, jetzt sind wir am Start. Okay. So, jetzt sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ich spiele das jetzt auch wohlwissend in Farce, aber ich guck mal, vielleicht müssen wir ihn wegkriegen. Ja, sehr gut. So, jetzt hole ich mir die hier. Okay. Ich sag mal so, Rush ist deutlich angenehmer, wenn Grün erlaubt ist. Also mit Fass und mit dem Strauchbären, da kannst du schon das gut machen. Man hat gesehen, man kann mittlerweile auch guten Tree-Evil-Schlag mal einstecken. Mewe war jetzt natürlich unglücklich, ja, aber hat auch so funktioniert. Das kann ich nicht gutheißen. Man hat Legenden gehört über solche Defensiven. Das ist dann schon ein bisschen was anderes, wenn man den gegenübersteht. Okay, nochmal, was können wir da machen? Im Endeffekt das gleiche Spiel wie gerade. Wir müssen den Strauchbären ankriegen. Und dann hoffen, dass das Board mitspielt. Die Alternative wäre, dass ich mir Halo hole. Aber das bringt mir auch nichts.
Dann würde ich, wo soll ich den reinpacken, ne? Ich brauche die drei Lilanen, um zu killen. Halo zum Cleanen, ne? Deswegen, aber ne. Das wäre jetzt so ein Moment gewesen, wo so ein ganz grünes Board richtig nice gewesen wäre. War gut. Okay, lass uns mal überlegen. Wenn ich die Roten spiele, habe ich hier ein grünes Match. Gut. Mit Lila kann ich erstmal gar nichts anfangen, ne? Sehe ich irgendwo Kombos? Nein. Sehe ich nicht. Oh, das war gut. Bin ehrlich, ich kassiere lieber den einen Tree Evil und kann dann ein bisschen gucken, weil das Board ist echt scheiße. Ich brauche definitiv erstmal ein bisschen Zeit, um hier was zu regeln. So. Nein, der letzte. Ah, der letzte geht noch drauf. Das war nicht so geplant. Aber ich muss die jetzt alle mal ein bisschen verlangsamen. So. Alter, du hast aber gesehen, was der schon aushält, ne? Der Strauchbär. So, und jetzt brauche ich noch ganz viel Glück. Ich sehe die Grünen hier. Ich glaube, das könnte reichen. Okay. Weißt du Bescheid? Oh, ja, also noch schlimmer kann ja nicht werden, oder? Mann, ey, was ist das? Was sind das denn alles für Gegner heute? Der wird sich ärgern, der wird sich fragen, was ist da passiert? Mein Freund, guck es dir an, was ist passiert? Oh je. Dreimal Tree Evil mit Bauchern. Ja, es ist das gleiche Spiel. So einen haben wir doch gerade schon gehabt. Also nicht den Spieler, aber so von der Art her die gleiche Dev. Ja, gut, okay. Da waren es zwei. Also wir haben ein Tree Evil, dann haben wir zwei Tree Evil gekriegt und dann haben wir fünf gekriegt. Das ist natürlich super. Und volle Truppen möchte ich auch nochmal anmerken, ne? Also der hat halt nichts falsch gemacht. Okay. Puh. Jetzt haben wir wenig Grün. Das ist schlecht. Brauche immer Grün. So, wenn ich die gelben spiele, dann habe ich ein lila Match. Der grüne rutscht hoch. Bringt mir erstmal nichts. Wenn ich hier rein spiele, dann trigger ich ihn, was nicht geil ist. Wenn ich den blauen rüber spiele. Ah, ich weiß es nicht. Den blauen rüberspielen, dann hätte ich hier drei. Aber die spielen wir weg. Der grüne ist dann hier, der andere grüne ist da.
Ne, dann spiele ich die Lilanen. Dann ist der Grüne hier. Dann hätte ich auch ein grünes Match. Natürlich auch hier unten was kriegen, ne? Mit dem, was hier hochkommt. Dann ich mach das. Okay. Würde die roten mal spielen und mal gucken, was da kommt. Da kann hier lila kommen. Das wäre gut. Wenn hier ein grüner kommt, haben wir vier grüne. Okay. Das macht es gerade nicht einfacher. Warte mal, wie machen wir? Also ich brauche noch vier lilane und insgesamt sieben grüne. Herr Tree-Evil auslöst, dann brauche ich nicht mehr sieben grüne, dann brauche ich mehr. Ich kann dieses Match machen. Brauche halt aber die Sache ist, wenn ich jetzt wenn ich jetzt die Grünen mache, dann habe ich mein Problem, dass er dann auslöst und dann reichen mir keine vier mehr für meine Lilanen. Wenn ich die Roten hier spiele, das geht hier in Grün, das bringt den Lilanen hoch. Ich hätte hier noch ein lila Match. Ich nehme einfach die vier Grünen. Die vier Grünen sind gegen Tree Evil eigentlich am wichtigsten. Also nicht die vier Grünen, aber die Grünen. Weil ich ja in Tree Evil reinspielen muss, das ist das Problem. Ja, das wird nix. Fass war derjenige, der nicht hätte sterben dürfen. Das ist blöd gelaufen. Ja. Schade. Faszinierend, ne? Du gewinnst gegen fünf Tree Evil, aber dann killt dich ein frontaler Tree Evil. Das ist halt jetzt so dieser Klassiker Null Chance, ne? Aber so kann es gehen. So kann es gehen. Ah, Mist, ey. Blau können wir nicht nehmen. Ich könnte meine Roten nehmen. Meine Roten sind mit sechs Steinen voll. Aber die sind, ja. Also die Roten, das ist in dem Fall Mondfalk und Jahangir. Aber die sind halt nicht so verheerend wie die Lilanen. Aber da braucht man halt ein Match theoretisch mehr. Das ist das, was entscheiden kann im Rush. Dieses eine fucking Match. Was? Ich versuch das mal. Nicht, weil ich jetzt mit den Trieveln verloren habe, sondern weil ich das nochmal testen will. Aber warte mal, war das? Das war Mondfalke mit dem Talent hier, ne? 4%. Das Ding ist nur, das Problem hier bei diesem Team ist, es ist zwar mit sechs Steinen voll, aber das große Problem ist, dass ich hier auch Steine brauche, um danach zu killen, weil Bauchan und Jahangir alleine machen da nichts. Wenn ich Lila habe, da brauche ich einmal meine Steine und dann kann ich da durchballern.
dann ist da eine Seite weg, wenn Trivel Trivel Mewe auslöst. Bei Bauchern Jahangir, da brauche ich, da ist keiner down. Eigentlich gefällt mir das nicht. Eigentlich gefällt mir das nicht. Hey. Tut mir leid. Das möchte ich dann doch nicht so machen. Dann spiele ich doch lieber so. Bauchern wird jetzt wieder eine nervige Bazille, ne? Blau geht in Grün, geht in Rot. Rot wäre jetzt da gewesen. Das ist seine letzten, schau mal. Da haben wir uns auch kurzfristig umentschieden und war scheiße. Was, wenn ich den rüberspiele? Nee. Tja. Die Roten geht in Blau. Könnte hier unten was Lilanes kommen. Ich muss halt ins Blaue spielen, ne? Was passiert denn hier? Der ist dann da, der rutscht einen hoch, der ist da, bringt mir auch nichts. Wenn ich das mache, hätte ich zwei zusammen, bringt mir aber auch nichts. Ich guck mal, ob hier unten was kommt. Kann ich das mal so machen? So. Ja, jetzt fehlt mir ein Match. Da ist es wieder. Dieses eine Match, was jetzt fehlt. Aber ich krieg kein Lila mehr. Nicht in der Zeit, die ich bräuchte. Weil jetzt kommt auch Trivel. Ne. Ist verloren. Ach, das ist auch... Ach, ich weiß nicht. Das war so schön gegen den, der nur Tree Evil stehen hat. Und dann kommen zwei solche Müllboards. Also, da siehst du mal, ne? Du steckst in Rush absolut nicht drin. Es ist halt absolut Glück. Vor allem dieser Modus. Gut. Aber das ist auch sowas, wo ich mich gar nicht drüber aufrege. Ich kann es ehrlich sagen. Ich weiß, dass ich am Ende eine A-Defensive haben werde. Und die A-Defensive muss mich halt hochdrücken. Irgendwie. Weil offensiv ist das halt... Ich habe die richtigen Helden dabei. Hat man ja gesehen, sonst hätte ich nicht fünfmal Trivel besiegt. Der Rest ist dann... Glück in den jeweiligen Momenten. Ich meine, wenn wir da bei dem einen Match oder generell mehr Glück haben, was das Startboard angeht, dass da ein bisschen mehr grün ist. Ich rede ja noch nicht mal von lila. Ich brauche ja eigentlich so, wie man es gesehen hat. Ne? Die Vorgehensweise ist, grün zu kriegen, den Strauchbären anzumachen und dann hat man Zeit. Ein bisschen. Wenn du halt weder grün noch lila hast, dann kannst du halt nicht gewinnen. Ohne Steine gewinnst du nicht. Und das ist halt immer so der Knackpunkt. Okay, gut. Ja, mehr oder weniger gut, ne? Aber naja. Ja. Holen wir uns da die Punkte zurück. Dann machen wir es halt so. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Da wird es wieder richtig schön. Kommt der zweite Turniertag und dann werden wir sehen, wie es da so läuft. Er ist... Komplett mit Rufus. Okay. Ach so, Rufus. Ja gut, okay, weil blau gesperrt ist. Okay. Oh, warum nicht? Die Blacklist. Na, da kennen wir einige. Gut, jedenfalls. Das war's. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.